die ist schon da. Okay. Willst du deine Mama was fragen? Dir geht's gut, ich habe schon gefragt. Was macht sie denn so den ganzen Tag? Entspannt. Beobachtet sie dich im Hier und Jetzt? Wie machst du dich denn ihrer Meinung nach? Alles gut. Du machst deinen Weg. Den hast du schon immer gemacht. Die weiß das, dass ich das. Dass ich das alles schaffe. Die akzeptiert, was ich mache. Frag sie mal, was die Schulterschmerzen zu bedeuten hatten. Die Last, das Krummmachen für andere. Und immer die Seite links. Allerdings. Wie kannst du den Schmerz vermeiden? Frag sie mal. Ich nicht festhalten zu lassen.
Das ist wirklich so wie von hinten. Das kommt einem von hinten wie so eine, wie so ein Anker. Das ist so. Das ist wie als halt einer von hinten. Das ist nicht von vorne. Das ist von hinten. Das ist Ausbremsen. Sollte noch mal Danke sagen. Gerne, gerne. Eine schöne Zeit, die wollte noch viel mehr Punkt machen bei dir. Schönen Gruß, keine ist so kreativ wie sie. Und die neue hat es auch gut gemacht. Sagt sie? Mhm. Das aus ihrem Mund ist wirklich, wirklich toll. Ich werde es weiter berichten. Ist total ausgeglichen. So kommt es mir auch vor. Halbe Explosionskraft. Ja. Die Füße sind besser. Sieht viel besser aus. Frag sie mal, ob sie schon einen Plan hat, wann sie das nächste Mal inkarniert. Kommt. Mhm. 21, 22, das ist ja schon komisch. Dann drück ruhig noch mal deine Mama. Wenn du soweit bist, dann gib mir ein Zeichen, wenn ihr euch verabschiedet habt.